Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute kam ein neues Update, das Update 11.2.1. Das heißt, ein kleines Content-Update, eigentlich hauptsächlich mit Bugfixes. Allerdings würde ich mal sagen, beginnen wir mit der wahrscheinlich wichtigsten Sache für die meisten. Und zwar gibt es ein kleines Update in Risk Reach. Vielleicht hat es der eine oder andere eben gerade hier schon mal im Rüberflug gesehen. Ein paar Gebäude wurden hier umgestellt, beziehungsweise ein paar Autos, die jetzt hier neu reingekommen sind, die dann wahrscheinlich mit der Zeit hier für das Live-Event irgendwas vorbereiten werden. Ich glaube, hier gibt es irgendwie 3 Stufen in den Game-Files, weiß ich aber auch nicht ganz genau. Habe ich mich nicht ganz so gut mit befasst mit dem Thema für diese Season, weil eben halt, ja, eigentlich die Live-Events zurzeit relativ unwichtig eigentlich so sind. Ich meine, es gibt nur relativ wenig und deshalb weiß man da auch nicht, ob das jetzt wirklich so relevant ist. Außerdem ist es auch schon seit Ewigkeiten in Spieldateien. Jetzt endlich, wie gesagt, ändert sich was. Dort zum Beispiel ist so ein Bagger, der jetzt antransportiert wird. Ich glaube auch noch etwas weiter im Norden sind weitere Autos. Da hinten zum Beispiel ist noch ein großer Kran. Da hinten ist auch noch ein weiterer LKW. Die fahren ja alle rein und werden das dann wahrscheinlich im Verlauf dieser Woche updaten. Nächste Woche wird dann wahrscheinlich das große Winter-Update hoffentlich reinkommen. Was dann vielleicht eine Schneekarte bringt. Hoffen kann man zumindest. Und vielleicht auch eine neue Waffe wieder. Bisher war es hier so immer eine Woche ein großes Update, dann wieder 2 Wochen ein kleines Content-Update und danach wieder ein großes Update. Jetzt waren eben halt wieder 2 Content-Updates, also kleine Updates hintereinander. Das heißt, als nächstes müsste rein theoretisch wieder ein großes Update kommen. Spielt hier gerade auch Lebensraubmodus, das heißt, es gibt keine Heal-Items, man kann sich nur healen, 100 Leben bekommt man pro Kill, ist ja eigentlich ganz entspannt, so geht das eigentlich auch im Solo gegen Duo, weil die Gegner meistens dann auch nicht viel mehr AP haben und sich immer auch nicht heilen können, so, ist eigentlich ganz nice. Ja, ansonsten eigentlich nicht wirklich viel. Beispielsweise kann man jetzt wieder auf dem PC einstellen, was ist das für eine Errungenschaft? Du hast im Verlauf eines Matches 7 Truhen im Autokino geöffnet. Okay, alles klar. Ja, auf jeden Fall kann man jetzt wieder die FPS anzeigen lassen. Das ging ja nicht. Irgendwann wurden auch bei mir die Einstellungen resettet und danach konnte ich sie immer nicht anschalten. Ich habe die ganze Zeit danach gesucht. Habe ich immer auf Twitter gelesen, dass es die Funktion wahrscheinlich ergibt. Wurde jetzt gefixt. Sonst für PC gibt es, glaube ich, nicht mehr weitere Änderungen. Wirklich nur ziemlich wenig. Dann noch irgendwie im Kreativmodus für die Controller-Spieler gab es ein Delay beim Editen, beim Wechseln, glaube ich, zwischen Bau- und Schießmodus. Da gab es eben so eine kleine Verzögerung, die jetzt verringert wurde. Die soll dann in den nächsten Updates auch noch weiter verringert werden. Wie das jetzt genau eine Auswirkung auf den Controller hat, weiß ich nicht genau. Ich spiele nicht mit Controller. Müssten irgendwelche meiner Freunde sagen, ob man das merkt oder ob man es nicht merkt. Ich glaube ansonsten vielleicht noch ein bisschen was für Mobile oder so. Gab aber auch tatsächlich wieder keine offiziellen Patch-Notes, also nur beim Fortnite Deutschland war ein bisschen was. Ach so, genau, eine Sache noch. Es wurden ja teilweise, vielleicht kann ich es sogar zeigen, hier bei den Einstellungen hinten kann man ja Rückerstattungsanfragen machen und da stand eben mal teilweise, dass einer Verbleiben von 7 oder so war, oder obwohl man schon alle 3 verwendet hat, stand dann da trotzdem 2 von 5. Das war eben halt etwas verbuggt, wurde jetzt auch wieder gefixt. Haben natürlich wieder viele YouTuber gesagt, dass dann irgendwie auf einmal mehr Wiederherstellungstickets oder Rückerstattungstickets hat. War aber reiner visueller Bug. Ich glaube sonst tatsächlich nichts wirklich Neues. Zumindest nichts groß Neues irgendwie. Wie gesagt, nur Mobile, ein bisschen FPS-Drops und so gefixt auf PC. Wurde zumindest nichts hingeschrieben, was noch verändert wurde. AK oder Scope AR ist, glaube ich, auch nicht drin. Wird vielleicht dann auch mit der nächsten Woche reinkommen. Weiß man nicht genau. Ich würde sagen, wir spielen jetzt noch die Runde zu Ende. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn es ein bisschen Action gibt. So, da vorne ist dann auch direkt der nächste Gegner. Seit Ewigkeiten erstmal keinen gesehen. Und dann natürlich, dann sage ich einmal kurz einen Cut an.
sprintet natürlich rüber, Digi. Der ist aber komplett lost. Haben alle immer kein Schild, so. Und ich habe jetzt Schild. Das ist dein Mate. Dass ich den nicht getroffen habe. Bot. Der hat auch mindestens einen Kill. Boah. Not bad. Komplett lost. Naja, waren jetzt nicht die besten Spieler. Also, sein Mate war eigentlich ganz in Ordnung. Hat aber am Ende auch reingechoked. Also, nicht so wirklich die wahren Gegner. Dann gucken wir mal weiter. Erstmal Sniper nachladen. Immerhin habe ich auch wieder Full Life. Auf entspannt. Sieht man auch so, wenn man im Duo spielt, sollte man eben halt wirklich darauf achten, dass man im Team die Kills ein bisschen aufteilt, weil sonst am Ende der eine eben halt gar keine Leben mehr hat und der andere dann vielleicht Full Life oder so hat oder dann eben halt auch so ein bisschen HP einfach wasted. Aber es ist sicherlich ganz leicht, darauf zu achten. Wie war das kein Hit? Oder? Sprint ich mal direkt weiter. Ich kann nur noch aus der Zone abfangen. Digga, Prediction. Easy. Das Ding ist, am Ende werden wir so oder so safe alle sterben. Och, Digga. Nein, schade. Digga, 7 HP. Ja, ciao. Ich hoffe, euch hat das Video auf jeden Fall gefallen und dann bis zum nächsten Video. Ciao.